gardere. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre sur ça, c'est ça. Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? Elle disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout. C'est tout ce que l'on va faire. Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Und herzlich willkommen zu der neuen Kriegsgeschichte, ne? Ihr bei den Franzosen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich vorgestern, müsste es sein, schon 2 Minuten hochgeladen, wenn ihr schnell wart, ne? Aber ich habe es hier gelöscht, weil mein Mikro, das war echt kaputt, ne? Und das hat mich vor meinem Mikrofon, wie ihr es hört, ne? Deswegen sollte es gehen, deswegen muss ich leider nochmal aufnehmen, ne? Das ist leider, das macht mir Spaß, ne? Das will ich nochmal, ne? Die anderen Kriegsgeschichten, ne? Die gehen, aber hier die war echt, oh Gott, weil ich mich nur von vorne, ne? Ja, das sollte aber kein Problem sein, ne? So, wir spielen, glaube ich, gegen die Deutschen im Wald. Die Atmosphäre hier sieht mega aus, muss ich sagen. Auf Mitte.
stoppen wir so. Also hier werde ich probieren, 3 Folgen zu machen von der Geschichte hier. Höchstens 4-5 Folgen von der anderen Geschichte, und zwar in der letzten. Ne? Dann war es schon mit dem TikTok. War ein sehr, sehr cooles Projekt, muss ich sagen. Ich glaube, mega viel Spaß. Oh! Das ist der Wicht. Gar nicht, wie wir haben, ne? Ich muss sagen. Deutsche. Schreien alle Hilfe. Warte, das geht mir einfach gerade. Wieso schreit? Wer schreit denn da? Mensch. Boah. Ist das für eine Waffe? Das ist meine ganze Neue. Ah, muss aufpassen. Schon ist auf jeden Fall. Ach Gott. Mein Aim. Aber ich, bei Aufnahmen setze ich mich auch ein bisschen weiter weg vom Fernsehen. Oh, dann ist sie! Krieg, Alter. Boah, kommen wieder mehr nach. Was ist das hier? Pyramiden? Oh, was machen die denn hier? Guck mal hier, dieses überall Blut und so. Oh, oh, nicht erwischen lassen. Tut mir leid. Oh Gott. Das war ja noch was. Ich hab's wahrscheinlich gesehen. Oh oh. Was, der lebt doch? Wo sind meine... Voll. Überall Raketen. Hier können wir noch was machen, ne? Ich spiele jetzt einfach diese 4. Ich bedanke mich nochmal, ne? Weil diese 4 kommt echt mega bei euch an. Auf jeden Fall noch die nächste Folge, ne? Und zweite Mal. Wie hält er mich denn hier? Oh, oh, oh. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Boah, das ist. Ey! Ey! Hilf mir! Hey, ich hasse Flammenwerfer! Die schlucken mega! Was ist denn? Ich schieße auf mein Mate! Perfekt!
dem Falsch? Boah, ich sterb gleich. Habt ihr gesehen? 1000 Schüsse. Das war bestimmt auf jeden Fall 10. Guck mal, wie viel der ist noch? Eins. Zwei. Ja, aber überleg mal, wie viel man den schluckt. Les tirailleurs étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, Dédémé, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche. Nein, ich will die Pistole wechseln. Die ist mega. Das müssen wir hier zerstören. Eine Granate. Nee. Guck mal. Ja, da. 1 und 3. Détruire les canons sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée. Ah, scheiße. Was soll ich dazu sagen, ne? Da haben wir uns selber wirklich... Ah, umgebracht. So hier... einholen. Ärgerlich. So. Notre équipement était souvent de mauvaise qualité, pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, allez les mémés. C'est mon Alter! Qui carico calerda! So Leute, es ist wirklich sehr ungefragt, ne? Was soll man dazu noch sagen? Ey, gut. Der Nase ist irgendwie schneller. Ja, irgendwie explodiert als erwartet haben, ne? Dass wir das Spiel zerstören. Machen wir das nicht. Ey! Oh, Headshot. Oh Gott, hier sind aber auch viele, Was ist das für ein Schlachtfeld hier? Les tirailleurs étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, Dédémé, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche. Hey, hey, Hilfe! Boah! Geh ab! Hey! Wer hittet mich hier? Ich mach einfach Gegner nehmen. Heil ich mal bitte. Alors on se raccroche à cette idée.
et on rejoint la boucherie. Na, ich will den Mikro aufnehmen. Leute, ich kann euch sagen, ne, bald werden auch auf jeden Fall bessere Thumbnails kommen, ne? Also hier bei Battlefield werden noch schlecht und bei Spider-Man auch und danach, aber die nächsten Projekte, die werden. Ich versuch's bessere Thumbnails haben, ne? Ist ja okay, aber die sind irgendwie verpixelt, ne? Sieht ihr vielleicht auch. Geht zwar klar, ne? Aber werden bald in Zukunft arbeite ich dran, ne? An den Thumbnails erstmal. Leute, jeder fängt gleich kleiner, ne? Le QG ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Jeder fängt kleiner an, Leute. Irgendwann, vielleicht in 2 Jahren, werde ich dann mit einer Capture Card und alles arbeiten, ne? Weiß nicht, vielleicht höre ich auch auf, ne? Ich weiß nie, was dann kommt, ne? Aber bis jetzt, Leute, mache ich nicht so echt. Oh Gott! Das sind das viele. Ja, sollte man nicht mal meine Mailwaffe rausholen. Also, ey! Boah! Unsere Machete. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années. Je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Halte Stützpunkt, Geist. Okay. Wer kommt da jetzt Gegner raus? Oder hinter uns? Was ist das denn? Ich finde ja wirklich gar nichts. Oh oh, Hilfe! Nein, die Zelte! Oh oh, ich bin tot. Panzerfaust. Ja! Je les vois! Les Allemands arrivent! Ça va pas du tout! Nee, überall, dass man die Waffe nicht verfehlt. Oh! Mann, das ist unsere. Ich schalte die ganze Zeit ab, Alter. Ich glaube, ich werde nicht so gut im Weltkrieg. Ich will einfach meine eigenen Leute abschießen. Aber auch die alle
Il y a un panzer avec jamais. Oh! Arrête, mais pas. T'es pas? Ah, oh, tes armes! Warum Treffer? Ich hab keine Munition mehr, Leute. Das heißt, wir müssen wieder ran. Wir opfern uns! Schnell! Okay. Ist der Muni? Okay. Für Rakete V? Ja! Wir müssen doch nicht ran. Hier rein. Lass uns rein! Scheiße! What? Sieht schlecht aus für uns. Komm zurück, Leute! Das ist mir unsere Mates. L'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Boah, und den neuen Headset, der höre ich fast, der höre ich wirklich gar nichts, ne? Also meine Stimme meine ich jetzt. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa. Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Demé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa! Tu es comme moi, allons! Allons les combattre! J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous! On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question: de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous! De la reconnaissance! Du respect! Pour nous! Pour nos enfants! Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment! Allons-y! 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 Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. Ja, Leute, da hat man gerade wirklich. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Da war wirklich den Mülleimer gesehen, wie ich ihn nennen würde. Aber Leute, ich muss leider, was ihr gerade eben gehört habt, ne, das war der Timer, ne, deswegen. Das heißt,
das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, ne? Sie hat euch gefallen, ja? Also auf jeden Fall einen fetten Like, auch wenn die eh wieder weggenommen werden, wie immer. Dann sehen wir uns morgen wieder, bei Sniper Elite 4 kommt morgen und Spider-Man und dann übermorgen wieder Battlefield und Sniper, Marvel. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Bis dahin, Leute. Bleibt gesund und adios.